Habe die Ehre. Schön, dass du wieder zuschaust. Ich freue mich, ein weiteres Thema präsentieren zu dürfen, was den Bereich Kundengewinnung angeht oder auch Positionierung, Marketing als Coach, als Helfer, aber auch generell als Unternehmer. Und zwar geht es heute darum, wie definiere ich meinen Kunden? Wie definiere ich meinen Traumkunden, meinen Avatar? Gibt es verschiedene Bezeichnungen? Also es geht darum, festzustellen, was mache ich denn genau oder wie mache ich das, dass ich mir eine Zielgruppe aussuche, festlege, die auch zu mir passt. So, du kennst vielleicht die Situation, du hast die Erfahrung gemacht, dass du ja noch nicht mit Kunden arbeiten kannst oder arbeiten durftest oder du arbeitest mit Kunden, die dich nicht wirklich glücklich stimmen, wo ein Austausch stattfindet, der nicht ganz so fließend ist, wie du dir das gewünscht hast. Arbeiten mit Kunden ist natürlich ein energetischer Austausch, wie bei jeder Dienstleistung und eigentlich in jeder Beziehung, in menschlicher Beziehung geht es auch darum, dass das Gegenüber auf einer gewissen Ebene ist, energetischen Ebene, die genauso oder ähnlich schwingt wie du selbst, was dann zu optimalen Ergebnissen führt. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist es auch nachvollziehbar, weil du vielleicht noch nicht dir hundertprozentig bewusst gemacht hast oder auch nicht regelmäßig dir die Frage stellst, wie genau soll denn eigentlich oder wie detailliert soll denn eigentlich mein Zielkunde, mein Traumkunde, mein Avatar ausschauen? Was soll er denn ausmachen? Was soll den ausmachen? Wie soll er denn sein? Und falls du diese Frage noch nicht gestellt hast, kriegst du jetzt hier ein paar Lösungsansätze. Wie immer geht es um Fragen. Wie du, wenn du ein paar Videos von mir gesehen hast, weißt du, ich bin ein Fan von Fragen. Daher die allererste Frage, die du stellen solltest, ganz simpel: Mit wem will ich zusammenarbeiten oder wem will ich helfen und warum? Ganz wichtig ist immer zu verstehen, warum du eigentlich mit welcher Art von Person zusammenarbeiten willst, weil das Ganze nochmal ein größeres Gewicht gibt, weil es einfach nochmal verwurzelt in deinem eigentlichen, in deinem eigenen Sein und wirklich eine standfeste, eine fundamentale, ja, stabile Beziehung schafft zwischen dir und deinen potenziellen Kunden, deinen Interessenten. So, wieder ein paar Punkte hier und die man wieder über Fragen sich erarbeiten kann. Zuallererst geht es darum, was ist denn die aktuelle Lebenssituation eines Kunden? Wo befindet er sich denn in seinem Lebensabschnitt? Oder in welchem Lebensabschnitt ist er denn gerade? Das darf aus beruflicher Sicht sein, aus finanzieller Sicht. Ist er im Mittelstand zum Beispiel? Hat er eine Bürotätigkeit? Welcher Hierarchie ist er? Ist er Manager? Ist er Sachbearbeiter? Wie auch immer. Also da kannst du kannst immer ganz detailliert daran gehen an die Sache und sagen, okay, mit so einer Art von Person will ich arbeiten, weil du selber schon die Erfahrung gemacht hast da drin, weil du weißt, wie die Personen generell sind und weil du denkst, dass du ihnen helfen kannst. Neben der beruflichen und der finanziellen Ebene geht es dann noch weiter, zum Beispiel in der Freizeit. Was macht er als Hobbys oder welche Hobbys macht er? Was für eine Liebesbeziehung hat er oder was für eine Partnerschaft hat er? Ist er verheiratet? Ist er geschieden? Ist er getrennt? Ist er ledig, liiert? Wie auch immer du dir den Kunden vorstellen willst, so soll es sein. Und zu guter Letzt ist dann auch die gesundheitliche Situation zu erfragen, in welcher befindet er sich denn? Speziell wenn du als Ernährungsberater, als Sporttrainer, Fitnesstrainer, Personal Trainer im Fitnessbereich, wenn du tätig bist, sollst du natürlich wissen, welche Art von Menschen will ich ansprechen, wie gehen sie mit ihrer Gesundheit um, in welchem Gesundheitszustand befinden sie sich, wie ernähren sie sich, in die Richtung soll es gehen. Wenn du die Punkte berücksichtigt hast, und da habe ich jetzt auch gerade auch bewusst diese drei Säulen abgedeckt oder diese drei Hauptmärkte, in denen Coaching besonders reift und gedeiht.
Also sprich die Gesundheit, den Reichtum, also finanzielle Sicht und auch die beziehungstechnische Perspektive. Wenn du die abgedeckt hast, dann darfst du auch mal schauen, was macht denn dein Interessent in dieser Situation oder wie fühlt er sich auch in dieser Situation? Was denkt er, wie fühlt er sich? Dann ist es auch immer ganz wichtig zu verstehen, dass durch die Emotionen erst wirkliche ja, Käufe oder Interessen entstehen. Ohne sich wirklich mit den Emotionen deines Kunden zu befassen, wirst du wahrscheinlich nicht weit kommen. Es geht nicht nur ihm irgendwie über Logik zu erklären, dass es sinnvoll ist, mit dir zusammenzuarbeiten, weil er sich weiterentwickeln darf, weil er sein Leben verbessern darf. Das funktioniert nicht. So, dann wären wir beim zweiten Punkt. Das ist das Thema Glaube und Werte. Also, das heißt, welche Werte hat dein Kunde? Ist er zum Beispiel ehrlich? Ist er hilfsbereit? Ist er wissbegierig? Das ist kein richtiger Wert, aber ist er treu? Jetzt fällt mir gerade kein anderer Wert ein. Jedenfalls darfst du da so detailliert sein, wie es nur geht. Bei dem Glauben ist es genau das Gleiche. Es geht jetzt nicht hier um eine Religion, es geht darum, festzustellen, welche Glaubenssätze hat dein Kunde, an was glaubt er? Glaubt er eher an das Positive? Ist er optimistisch? Oder sagt er sich, ah, ich bin nicht gut genug, ich bin es mir nicht wert, dass ich in mich investiere, dass ich an meiner Lebenssituation was ändere, dass ich meinen Beruf oder aus, ich weiter in meinem beruflichen Leben weiterentwickle? Da darfst du nochmal genau in dich gehen und auch schauen, mit welcher Art von Menschen du zusammenarbeiten willst. Und ganz wichtig wieder ist, was machen diese Glaubenssätze mit denjenigen, welche Werte oder diese Werte, die derjenige verkörpert, diesen Glaubenssätze, die er mit sich trägt, was für Gefühle erwecken die in demjenigen? Und als letzter Punkt gibt es die Charaktereigenschaften. Das heißt, ist dein Kunde zum Beispiel optimistisch, ist er kreativ, ist er temperamentvoll, ist er unternehmerisch, ist er abenteuerlustig? Da gibt es auch keine Grenzen. Was ich dir als Tipp generell geben darf zu diesen ganzen drei Punkten, die wir jetzt genannt haben oder die ich genannt habe, also zu Thema Lebenssituation, Werte, Glauben und auch seine Charaktereigenschaften, darfst du dir nochmal ausmalen anhand von auch einer Liste, die du per Brainstorming erstellst, dass du dir sagst, okay, ich nehme mir alle Punkte, die mir einfallen zu den drei Themen und dann per Ausschlussprinzip suche ich mir die aus, die ich auf keinen Fall haben will, also sprich mit den Leuten, oder ich will mit solchen Personen nicht zusammenarbeiten, die zum Beispiel missmutig sind, die arrogant sind, ignorant sind, die faul sind und so weiter und so fort. Also per Ausschlussprinzip hat es für mich zumindest am meisten Sinn gemacht, dass du sagst, hier so will ich dann auf keinen Fall diese Leute haben, mit denen ich zusammenarbeite. Die sollen wirklich so sein, wie ich mich sehe und auch wie ich gerne bin oder sein will. Und daher nochmal zum Thema energetischer Austausch, soll eben auch eine maximale Übereinstimmung auf der energetischen Ebene herrschen. Das heißt, ihr schwingt in ähnlicher Art und Weise, ihr fühlt euch wirklich wohl zusammen und genießt eben diese Zusammenarbeit. Und letztlich, wenn sich dieser Kunde oder wenn sich diese Kreation, die du jetzt vollzogen hast, was deinen Avatar betrifft, wenn sich die stimmig anfühlt, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und wenn sie sich mit deinen Erfahrungen und mit deinen Affinitäten, mit deiner Einstellung generell, wenn sich die auch ja, gleichmäßig oder stimmig, wenn sie wenn die zusammenpasst, wenn eine gewisse Übereinstimmung herrscht, dann bist du auf der richtigen Spur. So, ich bin fertig für diesmal. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du Fragen hast oder Kommentare zu diesem Beitrag, dann lass sie doch gerne in den vorhergesehenen Feldern, in Kommentarfeldern unter diesem Video. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich helfe erfolglosen Coaches, ein Monatseinkommen von 10.000 Euro zu gewinnen und dadurch finanziell frei zu leben. Wenn du mich kontaktieren willst und über deine aktuelle Lage sprechen willst oder interessiert bist, auch an meinem Drei-Punkte-Programm, das dir hilft, diese Ziele zu erreichen, die finanzielle Unabhängigkeit und auch eine gewisse Selbstständigkeit durch deine Hilfestellung, dann
melde dich einfach bei mir. Du kannst ein Gespräch vereinbaren in dem Calendly-Link, der unter dem Video in der Beschreibung ist. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. Mach's gut. Ciao.